Spitzen Key Account Manager sind auch immer gute Netzwerker. Soweit, so gut. Spannend ist, dass wir beim Thema Netzwerk, Beziehungsaufbau sehr häufig über das Netzwerk in den Key Account hinein, in den Markt hinein reden. Mindestens genauso wichtig für den Erfolg ist allerdings das Netzwerk im eigenen Unternehmen. Ansonsten greift das, was mein lieber Kollege Professor Dr. Dirk Panzers mal gesagt hat, woran erkennt man einen guten Key Account Manager, hat die meisten Pfeile im Rücken. Um das zu vermeiden, gilt es, ein Netzwerk intern systematisch und kontinuierlich aufzubauen. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Damit herzlich willkommen, mein Name ist Hartmut Sieg, Ihr Experte für das Thema Key Account Management. Heute mit einem Video aus dem Hotel Gastwerk in Hamburg, Top Hotel, haben hier morgen eine spannende Key Account Management Veranstaltung und hier ist die Zeit für diesen Impuls. Ich würde Ihnen gerne ein paar Gedanken mitgeben zum Thema Baue dein internes Netzwerk auf. Und die Gedanken, die ich ganz gerne mit Ihnen teilen möchte, stammen gar nicht von mir, sondern sie stammen ursprünglich aus einem Artikel, der schon 2004 veröffentlicht wurde mit dem Titel Leading Without Authority bzw. Impact Without Authority. Und damals wurde in diesem Artikel so ein sechsstufiges Konzept vorgestellt und in diesem Video würde ich Ihnen gerne mal eine Stufe daraus vorstellen und ein paar Impulse mitgeben. Spannendes Werkzeug. Schauen wir uns das mal an. Und zwar, baue dein persönliches Netzwerk auf. Wir wissen alle, Key Account Management ist immer ein Teamansatz. Aber jetzt ist ja schon die spannende Frage, wer ist denn eigentlich wirklich erfolgsfördernd oder hindernd im eigenen Unternehmen? Und da gibt es eine kleine Übung, die man machen kann. Man kann sich, wie hier im Bild dargestellt, mal überlegen, diese sogenannten internen Stakeholder, die Kolleginnen und Kollegen, die versuche ich mal einzugruppieren, und zwar nach zwei Dimensionen. Nummer eins, wie wichtig sind die eigentlich für mich und den Erfolg bei meinem Key Account? Also letztendlich, wie wichtig sind sie für meinen Key Account? Und auf der X-Achse haben wir in diesem Falle, und welche Einstellung haben die eigentlich zu mir, respektive zu meinem Kunden, zu meinem Key Account? Und dann gibt es so vier Felder. Und jetzt wird man relativ schnell sagen, ja, logischerweise, um die man sich kümmern muss, sind die oben links, also die mit einer negativen Einstellung und die sehr wichtig sind. Ich behaupte aber, dass wir in den meisten Unternehmen gar nicht so wahnsinnig viele negative vielleicht haben. Wir haben aber eine ganze Menge Menschen, die auf dieser neutralen Ebene unterwegs sind, denen so ein bisschen Kunde ist Kunde, eh wurscht, ob das der Kleinstkunde ist oder ein Key-Account, wir behandeln alle gleich, Einstellung haben. Und ich lade Sie mal ein, Schritt Nummer 1, sich mal Gedanken zu machen, welche Kolleginnen und Kollegen gehören eigentlich da oben in dieses Feld rein. Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, Ihr Key Account hat mal wieder vergessen, seine Rechnung zu zahlen. Jetzt landet das in der Buchhaltung, bei der Buchhaltung schlägt es auf, schon wieder zu spät gezahlt. Und Sie sehen vielleicht schon, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1, in der Buchhaltung kommt an, Kunde hat nicht gezahlt, wieder ein Kunde. Achtung, nicht wieder ein Key-Account, sondern wieder ein Kunde. Kunde ist Kunde, eh wurscht, ist eine Kundennummer. Dann ist es eine neutrale Einstellung. Oder ist die Einstellung vielleicht sogar negativ? Schon wieder dieser Key-Account. Der bringt mir nur Arbeit und Probleme und Ärger. Und schon ist es negativ. Und wir wissen alle, wie elementar wichtig zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen aus der Buchhaltung sind, weil wenn die im schlimmsten Fall den Key-Account einfach auf Lieferstopp setzen würden, haben wir ein ernsthaftes Problem. Also Schritt Nummer 1, gerne mal das Video auf Pause setzen, malen sich mal auf dem Blatt Papier diese Grafik auf und überlegen sich mal, welche Kolleginnen und Kollegen gehören eigentlich da oben bei Ihnen so rein, die für Sie wichtig sind und die eine neutrale oder vielleicht schon mittlerweile eine leicht negative Einstellung haben. So, wenn wir das gemacht haben, dann geht's weiter. Die Stakeholder alle identifiziert. Jetzt kommt ja die spannende Frage, wie bringen wir die Personen eigentlich so ein bisschen weiter nach rechts? Ich sage gar nicht, dass wir sie zu Fans machen müssen, aber so ein bisschen weiter nach rechts wäre ja cool. Und ich habe hier mal ein paar Ideen, Impulse, die so in der Praxis ganz gut funktionieren. Nummer 1, ganz banal. Menschen frühzeitig einbinden.
Wir wissen, da kommt eine große Ausschreibung in 2 Wochen ins Haus. Wir brauchen vielleicht dazu irgendetwas vom Produktmanagement. Wir brauchen etwas vom Sondereinkauf. Wir brauchen vielleicht sogar eine Rückmeldung oder Support vom Innendienst und viele andere Menschen mehr. Ich weiß, dass das Ding kommt. Frühzeitig einbinden, da kommt was auf uns zu. Und dieses frühzeitige Einbinden führt wozu? Jeder kann sich darauf einstellen und ist vorbereitet. Was ja häufig passiert ist, dass plötzlich irgendwie eine Aktion von einem Key-Account reinkommt. Eigentlich hatte man was ganz anderes geplant und schon stört dieser Key-Account. Konsequenz, die Einstellung wird immer negativer. Nummer 2, transparenter kommunizieren. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit, der Key-Account hat seine Rechnung nicht bezahlt. Wieso hat Ihr Key-Account vielleicht hier oder da Probleme, Herausforderungen, seine Rechnung immer termingerecht zu zahlen? Kann sein, dass einfach seine internen Prozesse und Abläufe so komplex sind, dass er mit den Zahlungszielen, die vereinbart wurden, nicht zurechtkommt. Vielleicht ist es ein Sondermaschinenbauer, der sein Geld erst sehr, sehr spät kommt und daher im Moment versucht, alles möglichst nach hinten auszuzögern. Manchmal hilft es sehr stark, wenn wir einfach intern mehr kommunizieren und Dinge transparenter machen. Mein Key-Account hat diese Probleme und deswegen braucht er das. Frühzeitig einbinden, Transparenz in die Kommunikation reinbringen. Nummer 3. Ja, zum Key-Account mitnehmen. Wer hat das nicht schon mal erlebt als Key-Account-Manager? Sie predigen intern und sagen, mein Kunde braucht diese Schnittstelle. Und 100.000 Mal kommt die Antwort vom Produktmanagement, geht nicht, geht nicht, geht nicht. 1.000 Ausreden, warum es nicht geht. Jetzt nehmen Sie den Produktmanager einmal mit zum Kunden, zum Key-Account. Der Kunde kommt original mit demselben Satz. Spricht genau das Gleiche aus. Die Reaktion des Produktmanagers plötzlich, hätte man mir ja auch vorher sagen können. Logisch, machen wir, geht, alles kein Problem. Und mal Kolleginnen und Kollegen wirklich mitzunehmen, damit denen auch ein Gefühl zu geben, was da draußen eigentlich passiert. Ich mag nach wie vor auch immer diesen coolen Ansatz von Wirth, der es mal eingeführt hat, jeder Innendienstler muss mindestens einmal im Jahr sozusagen zur Mitreise auch mit zum Kunden. Das ist cool. Wir haben es auch in Köln bei einem Dienstleister gemacht, da hatten wir einen Innovationsworkshop mit den wichtigsten Key-Accounts und wir haben eine halbe Stunde vor dem Termin nochmal alle aus dem Backoffice mit eingeladen, weil die kannten diese Ansprechpartner, aber meistens nur per E-Mail oder Telefon. So wurde plötzlich nochmal ein kurzer Kaffee draus, ein kleiner Smalltalk und die Beziehung wurde gefestigt. Und damit wurde plötzlich auch die Einstellung zu diesen Personen, zum Kunden eine ganz andere. Nummer 4, mein Lieblingsthema, ehrliche Wertschätzung zeigen. Danke. Achten Sie mal drauf, es gab so eine schöne Aussage mal der Sama, viele Key-Account-Chefs verhalten sich schizophren, whining and dining beim Kunden, leichtes Arschloch, intern. Wann haben Sie das letzte Mal wirklich ehrlich Danke gesagt? Wann haben Sie das letzte Mal Danke gesagt und dann in CC die Chefs mit reingepackt? Sehr häufig neigen wir dazu, die CC-Reihe immer zu vervollständigen, wenn wir Ressourcen brauchen, sie nicht kriegen und dann eskalieren wir, bis die Hütte kommt. Das gibt, gerne mal einmal machen, zweimal machen, aber da gibt es immer Ärger. Und diese ehrliche Wertschätzung, Danke sagen, auch einfach mal Stück Schokolade sozusagen. Ja, mein Lieblingsbeispiel, einfach eine Tafel Merci mal mitzubringen, eine Tüte Brezel mitzubringen, wenn irgendwie Angebot, großes Angebot wurde abgegeben. Danke für euren Einsatz. Auftrag kam, auch da, einfach mal was ausgeben, auch gerne aus der eigenen Tasche bezahlen. Manchmal kriegen wir auch die Kolleginnen und Kollegen gewonnen, weil wir uns ehrlich für deren Herausforderungen, Ziele und Interessen interessieren. Was treibt dich im Moment an? Was hast du im Moment gerade zu tun? Was sind deine Ziele? Was musst du dieses Jahr erreichen? Und wir merken vielleicht, der Produktmanager, mein Beispiel von vorhin, ist gar nicht zickig von Hause aus, dass er Dinge nicht will, sondern er kann gar nicht, weil er hat eine klare Vorgabe, Produktalternativen zu reduzieren, Komplexität im Produktmanagement rauszunehmen. Und unsere Anforderung vom Key-Account spricht genau 100% konträr und gegen sein Ziel, was er intern hat. Sich dafür interessieren, was die Leute so vorhaben, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, dann müssten wir schon bei Nummer 6 sein, das Leben einfacher machen. Wir haben das mal sehr schön gehabt in einem Beispiel, ein Dienstleister von mir
hat bei einem großen Automobilhersteller in Stuttgart die Situation gehabt, die brauchten Informationen von den Abteilungsleitern. Und es kam immer wieder zu späten Rückmeldungen, gar keine Rückmeldung, immer Ärger, Eskalation. Bis irgendwann jemand mal die Frage gestellt hat, was müsste ich denn tun, damit Sie es leichter haben, uns den Input regelmäßig zu geben. Und plötzlich kam, naja, wenn die Excel einfach anders aufgebaut wäre, dann wäre es für mich wesentlich leichter, Dinge dort reinzufüllen. Man hat mit ein paar Handgriffen sozusagen diese Excel umgebaut und siehe da, der Input der Abteilungsleiter kam plötzlich, weil man das Leben derer einfacher gemacht hat. Am Anfang haben wir schon frühzeitig involvieren, Menschen auch mal einladen, an der Lösung mitzuarbeiten. Also nicht ich, großer Key-Account-Manager, der Zampano, hat die Strategie ausgearbeitet und weiß, was wir nächstes Jahr erreichen wollen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch die Rundmail, alle mir nach, ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Sondern Menschen frühzeitig einbinden und dann aber auch in die Lösungsfindung quasi involvieren, hilft, um das sogenannte Buy-in zu bekommen. Und nächster Punkt, letzter Punkt mal aus dieser Ideenliste. Ich sehe es immer wieder, dass viele Menschen den Key Account als normalen Kunden ansehen, also Kunde ist Kunde. Warum? Weil sie die Bedeutung des Key Accounts auch gar nicht kennen. Wer steckt wirklich dahinter? Wie viel Umsatz machen wir mit dem? Wie viel Umsatzpotenzial hat er eigentlich? Bringt er eigentlich? Etc. Und diese Bedeutung auch transparent zu machen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, das waren mal meine Ideen, Impulse, Handlungsoptionen, die man so haben kann, um die internen sogenannten Stakeholder nach ein bisschen weiter nach rechts zu bringen in unserem Bild, ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen. Englisch ausgedrückt, das Buy-in aller Betroffenen und Beteiligten sozusagen zu bekommen. Vielleicht war ja ein bisschen was für Sie dabei. Mein letzter Impuls zu dem Thema ist, wer sind denn die drei Personen, zu denen Sie dieses Jahr noch eine Beziehung aufbauen müssen oder intensivieren müssen, wo Sie sagen, das sind drei Kolleginnen und Kollegen, da brauche ich einfach noch mehr Unterstützung, da muss ich einfach selber noch mal ein bisschen mehr dran. Das war Video 1. Es folgt Video 2 mit einem weiteren wichtigen Impuls zu dem Thema. Bleiben Sie erfolgreich im Key Account Management und 2020 natürlich bleiben Sie gesund. Bis dann, Ihr Hartmut Sieg.